V dnešní době již téměř zapomenuté krvařské tance jsme poprvé viděli při setkání s tanečním souborem Kulendl Tanzgruppe z Německa. Proto, aby tyto tance neupadly v zapomenutí a aby bylo zachováno kulturní dědictví, vznikl náš projekt. Ich bin geboren in Novitschin, einer Stadt im Kulendchen, und seit meiner Kindheit mit den Kulendler Tänzen vertraut. Vor über 40 Jahren bin ich der Trachten- und Tanzgruppe Kulendchen in Deutschland beigetreten und seither aktives Mitglied. Vor einigen Jahren habe ich die Volkstanzgruppe Javornik in Novitschin kennengelernt und wir haben schon viel miteinander getanzt. Und wir wollen nun diese Tänze bekannt machen und für das kulturelle Welterbe erhalten. Zu Beginn des Tanzes spielte man einen Marsch, zu dem die Tanzpaare auf die Tanzfläche einmarschierten. Následující tanec je úvodní tanec, který měl tanečníky naladit a přivést je do tanečního víru. Bezprostředně na něj následuje ševcovský tanec. Jak již sám název napovídá, vychází z ševcovského řemesla a napodobuje činnost při šití obuvi, zejména naklepávání kůže, navíjení a odvíjení nití. Der Tanz Line Clare ist ein Eigenname. Er bedeutet Carolina Clara und ist einem Mädchen gewidmet und er wurde gerne auf den Tanzböden getanzt. Thank you.
Voav je tancem tkalců. Tkalcovské řemeslo bylo na Kravařsku velmi rozšířeno a proto také jejich činnost nacházela vyjádření v tanci. Der Kuhländler Dreher ist ein Tanz von Liebe und Brautwerbung und dazu wurde im Kuhländchen ein Lied gesungen. Ich bin amol auf Brave gange, sonntig fri, da hat's nein Schnee geschneit bis o die Knie. Wenn mein Vater reich wär und hätt viel Geld, da tät ich mir ein Mädel nehmen, das mir gefällt. Kravařský menuet je tanec pro skupiny po čtyřech párech. Menuet je forma, která byla převzata z vyšší společnosti, ale s oblibou se tancovala také na venkově. Thank you.
Und nun stellen wir Ihnen die Dreiertänze vor. Das ist ein Bursche zwischen zwei Mädchen. Und der erste Tanz ist der Drei-Storchentanz. Das ist, erklärt die Störche, die in den Oderwiesen den nach Futter suchen und mit den Flügeln schlagen. Jetzt stellen wir Ihnen den Körbletanz dar. Mit dem charakteristischen Tupfschritt wird er in den mährisch-schlesischen Gebieten gerne getanzt und stellt das Handwerk der Korbmacher dar. S názvem Hrušeň napodobuje činnost při sbírání ovoce. Pohyb nohou připomíná odkopávání hrušek. Poté se každá z tanečnic pokouší přitáhnout tanečníka na svou stranu a v závěru tance je patrné usmíření dívek a radost z tance. Thank you.
jetzt stellen wir Ihnen den Segentanz vor. Der Tänzer segnet unter der erhobenen Hand seine Tänzerinnen, die sich umdrehen.